Driss und Drömes. Ein kleiner Mensch ist eine Stoppe, ein noch kleinerer eine Wutzstoppe. Wutz wird meist nicht in originärer Bedeutung verwendet, sondern im übertragenen Sinne für klein. Ein Mofa zum Beispiel ist ein Wutz-Mopedche, die kleine Kopie der Madonna der Armen von Banneux zum Mit nach Hause nehmen, ist ohne jede Blasphemie ein Wutz-Mutterjödesje. Ähnlich die Vorsilbe Driss. Auch sie wird umschreibend verwendet. Corona beispielsweise ist ein Drisskränk. Die Pandemie zur Gänze ist Driss. Verschwörungstheoretiker haben abwegige, fixe Ideen, also Driss. Im jüngsten Fall auch eine Wutz im Kopf. Die Konsistenz dessen, was sich zwischen den Ohren von Vorsichtsverweigerern befindet, lässt ebenfalls keine guten Vermutungen zu, ne Driss, also so gut wie nix. Wenn etwas Hand und Fuß hat, hat es auf Platt Kopf und Arsch, Kopf und Hintern. Alles hat zwei Enden oder zwei Seiten, wie Yin und Yang in der fernöstlichen Philosophie, und wird erst dadurch zum Ganzen, wenn es auch ein Gegenteil besitzt, also weniger drob und de wede, drauf und dagegen, als vielmehr su und su. Ausgeglichene Menschen sind die angenehmsten. Ne Drömes, Träumer ist mir lieber als ne Arschkrampe, ne Fiesling, ne Fuhlhof, Faulenzer, umgänglicher als eine Buckel, Schuft oder Mutzepuckel, Miesmacher. Drieshüsche sind zwar ängstlich, aber freundlich. Kiepäsch, Geizkragen, schlechte Gastgeber und Zechkumpane. Ein Batsch, Quasselstrippe, ist nervig, aber harmloser als ein Batschmul, eine Petzer und ein Bremul, ein Angeber. Ein Blötschkopf ist zwar nicht der Schlauste, aber freundlicher als eine Knüles- oder Knutzkopf, Dickschädel. Wenn einer Krause, also Krusch, Kruschkopf, Rote, Fuß, Fuchs oder gar keine Haare hat, Blätekopf, dann unverschuldet. Wohingegen man an unangenehmen Charaktereigenschaften arbeiten kann, jetzt don, wie etwa Küßköp, Dickschädel oder Söskop, Verbalerotiker.